Hey, du willst dich mit deinem Bachelor noch nicht zufrieden geben und vor dem Berufseinstieg deine Kompetenzen und Fähigkeiten erweitern? Dann ist der gemeinsame Masterstudiengang Medieninformatik der Technischen Universität, der Freien Universität und der Humboldt-Universität in Berlin genau das Richtige für dich. Ich finde, der Master Medieninformatik ist ein ganz ausgezeichneter Studiengang, weil er die technische Expertise mit der nicht-technischen im Bereich der Medien kombiniert, weil er die Expertise aus sehr vielen unterschiedlichen Universitäten dafür heranzieht, von den Audio- und Bild- und Videoverarbeitungskompetenzen der TU über die Mensch-Maschinen-Interaktion bis hin zur Medienkommunikation, zum Medienrecht und zur Medienwirtschaft und darüber hinaus den Studierenden eine Vielfalt von Jobmöglichkeiten bietet. In diesem Video zeigen wir dir, was es bedeutet, an drei Unis gleichzeitig zu studieren, welche Voraussetzungen du erfüllen musst, um den Master antreten zu können, welche Berufsperspektiven sich nach dem Studium eröffnen und welche Herausforderungen und Schwierigkeiten dich erwarten. In vielen Bereichen der medialen Produktion, Vermittlung und Anwendung ist es sehr gefragt, Kompetenzen auf mehreren Ebenen vorweisen zu können. Die Kooperation der drei größten Berliner Universitäten vereint viele unterschiedliche Themengebiete im Masterstudiengang Medieninformatik und bietet in Zusammenarbeit mit der Filmuniversität Babelsberg ein einzigartiges und spannendes Studium. Studieninhalte, welche sich rund um Informatik und Technik drehen, werden an der TU gelehrt. Kommunikations- und sozialwissenschaftlich-analytische Inhalte sowie Medienwirtschaft werden an der FU angeboten. An der HU hingegen werden Sachverhalte aus dem Bereich Medienrecht vermittelt. Durch das Parallelstudium an diesen Universitäten erweitert sich das Repertoire der MasterstudentInnen auf die Bereiche Softwareentwicklung, digitale Medientechnik, Publizistik und Kommunikationswissenschaft, Medienforschung sowie Medienrecht und Wirtschaft. Wir haben bei der Einrichtung des Masterstudiengangs sehr genau hingeschaut und haben uns externe Expertise dazu geholt. Wir haben also Professorinnen und Professoren gefragt, die an anderen Universitäten ähnliche Fächer unterrichten und haben eigentlich einmütig bestätigt bekommen, dass das eine sehr gefragte Absolventinnen-Absolventengruppe ist, dass die Absolventinnen und Absolventen sehr gut in verschiedenen Bereichen der Medienwirtschaft Jobs finden, bis hin zur Gründung von Start-ups, aber auch in der Medienkommunikation, in verschiedenen Industrieunternehmen, von der Gesundheitsbranche über die Automobilbranche bis hin zur klassischen Medienbranche. Also was ich sehr spannend fand, das war auch schon im Bachelor da, aber jetzt im Master auch nochmal super spannend, ist, dass man richtig in anderen Studiengängen mit drin sitzt. Also zum Beispiel diese Medienwirtschaftsanteile, die sind nicht extra Module jetzt für Medieninformatiker gemacht, sondern wir machen die zusammen mit den Wirtschaftsinformatikern der FU. Und das heißt, man ist nochmal in einem komplett unterschiedlichen Fachbereich als in den anderen Schwerpunkten. Und ich persönlich finde das super spannend. Für das Masterstudium wird ein berufsqualifizierender Hochschulabschluss in der Fachrichtung Medieninformatik oder fachlich nahestehenden Studiengängen vorausgesetzt. Da ein nicht unerheblicher Teil der Lehrveranstaltungen auf Englisch stattfinden, ist zudem ein Nachweis über Englischkenntnisse auf dem B2-Niveau notwendig. Zudem gilt es zu beachten, dass für diesen Studiengang eine Mehrfachimmatrikulation benötigt wird. Im Allgemeinen gibt es allerdings keine Zulassungsbeschränkung. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Studiums bietet sich die Möglichkeit, in vielen Bereichen tätig zu werden. Von der Gestaltung, Konzeption und Implementierung von Medienübertragungssystemen, über die Gestaltung multimodaler Mensch-Maschine-Schnittstellen bis hin zur Nutzungsforschung, Medienberatung oder dem Medienmanagement. Der Berufseinstieg wird nicht nur in digitalen Medien, sondern auch in anderen Branchen wie Telekommunikation, Softwareindustrie, Internetwirtschaft, Kommunikationsberatung, Maschinenbau oder Medizintechnik ermöglicht. Wobei auch ein Karriereweg über eine eigene Firmengründung in Berlins boomender Startup-Szene Aussichten bietet. Der Master ist sehr auf die Grundlagen basiert. Also wir machen da so gut wie von jedem etwas, so fühlt es sich an. Also es ist natürlich auch sehr interdisziplinär, ist schon irgendwie so Sinn der Sache. Aber wenn man sich dann wirklich auf etwas fokussieren will, merkt man recht schnell, was interessiert einen, wo drin ist man gut. Und im Master haben wir dann wirklich die Wahl, einen Schwerpunkt zu wählen, also beziehungsweise zwei technische, einen nicht technischen. Und da kann man das dann ziemlich gut entscheiden und wirklich nochmal vertiefen. Und also mir persönlich hat der Master viel, viel mehr Spaß gemacht noch als der Bachelor, weil jedes Modul, was ich gemacht habe, wollte ich wirklich machen. Und es hat super Spaß gemacht. Es war richtig interessant und ja. Die Regelstudienzeit des Masters beträgt 4 Semester. Jener setzt sich aus einem Wahlpflichtbereich, einem Wahlbereich, einem dreimonatigen Praktikum und der Masterarbeit zusammen.
In den ersten drei Semestern setzen Studierende ihre Schwerpunkte im Wahlpflichtbereich, in welchem sie zwei Module im technischen und eins im nicht-technischen Profilbereich wählen. Im Wahlbereich können Module auch außerhalb des Fachbereichs absolviert werden. Dabei steht das gesamte Fachangebot der drei Universitäten und gleichgestellter Hochschulen in In- und Ausland zur Verfügung. Das Praktikum im Master fokussiert natürlich auf fortgeschrittene Tätigkeiten und da bieten wir an, dass man dieses Praktikum entweder in einem Industriebetrieb oder aber in der Forschung absolviert. Das heißt, je nachdem, ob man mehr anwendungsbezogen arbeiten möchte, kann man das in einem Industriebetrieb machen. Oder wenn man eher forschungsnah arbeiten möchte, vielleicht auch hinterher promovieren möchte, dann kann man das auch an der Universität oder in einer anderen Forschungseinrichtung absolvieren. Das vierte Semester dient dann dem Schreiben der Masterarbeit. Die AbsolventInnen erhalten ein Zeugnis aller drei Universitäten. Sie schließen ihr Studium mit einem Master of Science ab und qualifizieren sich darüber hinaus für ein Promotionsstudium. Wenn dir gefällt, was du gehört hast und du die nötigen Qualifikationen mitbringst, dann würden wir uns freuen, dich in Zukunft im Masterstudiengang Medieninformatik begrüßen zu dürfen.